Ja, da sage ich doch mal einen wunderschönen guten Tag. Susan Heath, Love and Life Beraterin und glücklich machen. Heute geht es ums Thema Single Frauen. Wo treffen Frauen einen neuen Partner oder wo können sie hingehen, um vielleicht jemand Neues kennenzulernen? Also Frauen fragen mich oft so, wenn sie in Beratung sind oder in Webinaren oder bei sonstigen Vorträgen, wo auch immer, wo kann ich denn als Frau allein hingehen? Nun, jetzt muss man natürlich sagen, eine Frau, die diese Frage stellt, ist natürlich nicht die super selbstbewussteste, die sagt, boah, ich gehe hin, wo ich will, mir doch egal, was die anderen denken, dann würde sie mich ja nicht fragen. Also ist natürlich, wenn jemand antwortet, als Frau kann man heutzutage überall allein hingehen, jedenfalls in Deutschland. Das stimmt zwar irgendwo auch wieder nicht, weil ich finde schon, es ist ein großer Unterschied, ob ich in einer Großstadt lebe oder ob ich in einer kleinen Stadt lebe oder auf dem Dorf, sehr ländlich. Da sind schon andere Verhaltensweisen. Also in der Großstadt ist es leichter, aber ich muss sagen, auch ich persönlich würde in der Großstadt nicht in jede Lokalität alleine gehen. Es gibt gewisse Lokalitäten, da fühlt man sich als Frau einfach unwohl. Das sollte man sich vorher überlegen. Und ich meine, es gibt ja auch eine Möglichkeit, inzwischen gibt es ja sehr viele Möglichkeiten auch, dass sich Gruppen treffen, das geht übers Internet, auch vor Ort, dass die sich verabreden. Das heißt also auch mehrere Frauen zusammen, weil manche fühlen sich sicherer, zu zweit, zu dritt in der ganzen Gruppe. Und das gibt es auch wirklich für alle Altersmöglichkeiten. Natürlich sollte man ein bisschen Mut haben, wer den nicht hat, also welche Frau da ein bisschen Schwierigkeiten hat, kann sich gern von mir beraten lassen, weil ich bin ja gerne die Mutmacherin, ich mache Leuten Mut, auch Männern natürlich, aber hier geht es ja jetzt um die Frauen. Es gibt Webinare, es gibt Bücher von mir, Vorträge, was auch immer, da gibt es jede Menge. Sonst sucht euch jemand vor Ort, der das macht. Aber wie gesagt, ich helfe da gerne weiter. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein steht jeder Frau gut. Und ich denke, dann klappt das auch mit dem Traummann oder der Suche nach einer neuen Liebe absolut gut. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage mal bis bald.